Huhn Indisch. Für zwei Personen. Vorbereitungszeit, 15 Minuten. Garzeit, 1 Stunde. 2 TK Hähnchenschenkel. 80 bis 100 g gemischtes Dörrobst. 1 Banane. 2 EL Öl. 1 g. EL Currypulver 500 ml Gemüsebrühe. Die gefrorenen Hähnchenschenkel auf einen Porzellanteller legen, mit Klarsichtfolie abdecken und am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Am nächsten unbekanntes Zeichen Tag kalt abwaschen und mit Küchenkreb trocken tupfen. Das Dörrobst klein würfeln. Die Banane schälen und in Scheiben aufschneiden. Das Öl in einer Kasserolle erhitzen und die Hähnchenschenkel darin von beiden Seiten in circa 4 bis 5 Minuten anbraten. Herausnehmen, auf einen Teller legen und warm stellen. Den Bratensatz mit etwas Gemüsebrühe vom Topfboden lösen, das Currypulver ein unbekanntes Zeichen rühren, Dörrobstwürfel und Bananenscheiben dazugeben. Alles 3 Minuten dünsten lassen, dann die restliche Gemüsebrühe zugießen, kurz aufkochen lassen und die Hähnchenschenkel dazugeben. Den Topf mit einem Deckel verschließen und die Hähnchenschenkel 1 Stunde bei geringer Hitze garen. Italienisches Hähnchen aus dem Römertopf. Für 4 Personen Vorbereitungszeit, 15 Minuten Garzeit, 1 Stunde 40 Minuten. 4 TK Hähnchenschenkel. Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. 300 Gramm kleine Zwiebeln. 2 Knoblauchzehen. 1 Dose geschälte Tomaten, 400 Gramm. 1 TL Oregano. 100 ml trockener Weißwein. 100 ml Rotwein. 750 Gramm TK Gemüsemischung. Zum Beispiel Zucchini, Bohnen, Paprika, Möhren. Die gefrorenen Hähnchenschenkel auf einen Porzellanteller legen, mit Klarsichtfolie abdecken und am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Am nächsten unbekanntes Zeichen Tag kalt abwaschen, mit Küchenkreb trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Römertopf wässern. Zwiebeln und Knoblauch abziehen, die Zwiebeln in Viertel schneiden, den Knoblauch durch eine Presse drücken. Die Tomaten mit dem Saft in den Römertopf gießen, Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und mit Salz, Pfeffer und Oregano sowie dem Weiß- und Rotwein mischen. Die Hähnchenschenkel nebeneinander darauf legen. Den Topf schließen und in den kalten Backofen schieben. Das Gericht bei 220 Grad Celsius etwa 1 Stunde und 20 Minuten garen. Danach den Deckel vom Topf nehmen, die Hähnchenschenkel herausnehmen, die gefrorene Gemüsemischung einfüllen und die Hähnchenschenkel wieder oben auflegen. Weitere 20 Minuten ohne Deckel im Backofen garen. Herausnehmen und auf Tellern anrichten. Italienische Hähnchenpfanne. Für 4 Personen. Vorbereitungszeit, 35 Minuten Garzeit, 30 bis 35 Minuten. 4 TK Hähnchenschenkel. Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. 400 Gramm Kartoffeln. 1 Albergine. 2 kleine Zucchini. 250 ml Hühnerbrühe. 2 EL Olivenöl. 2 Dosen geschälte Tomaten, 400 Gramm. 230 Gramm Chorizo, Chili Paprikawurst. 2 bis 3 kleine Chilischoten. 10 bis 20 schwarze, entsteinte Oliven. 4 EL Creme Fratke. Die gefrorenen Hähnchenschenkel auf einen Porzellanteller legen, mit Klarsichtfolie abdecken und am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Am nächsten unbekanntes Zeichen Tag kalt abwaschen, mit Küchenkreb trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kartoffeln waschen, schälen und klein würfeln. Aubergine und Zucchini waschen, putzen und ebenfalls in Würfel schneiden. Die Hühnerbrühe erhitzen. Das Olivenöl in einem großen Bräter erhitzen und die Hähnchenschenkel darin von beiden Seiten anbraten. Kartoffel, Aberginen und Zucchini-Würfel zufügen und mit den geschälten Tomaten ablöschen. Die heiße Hühnerbrühe angießen, so dass die Kartoffeln mit Flüssigkeit bedeckt sind,
und alles kurz aufkochen lassen. Inzwischen Chorizo und Chilischoten in Scheiben aufschneiden. Zusammen mit den Oliven zur Hähnchenpfanne geben, untermischen und alles vorsichtig mit Salz und Pfeffer würzen. Den Bräter zudecken und im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Celsius 30 bis 35 Minuten garen lassen. Herausnehmen, Hähnchenpfanne auf Tellern verteilen und mit jeweils 1 Esslöffel Cremefraîche servieren. Chicken Chili. Für 6 Personen Vor- und Zubereitungszeit, 45 Minuten. 4 TK Hähnchenbrustfilets. 2 Stangen Stilden-Sellerie. 1 Knoblauchzehe. 1 Dose Kidneybohnen, 400 Gramm. 1 Dose Kichererbsen, 400 Gramm. 2 EL Öl. 150 Gramm TK Zwiebelwürfel. 2 Dosen stückige Tomaten, E 400 Gramm. 100 Gramm TK Mais. 200 Gramm TK Paprikastreifen. 1-1-2 TL gemahlener Kreuzkümmel. 1-1-2 TL Oregano. 1 TL Chilipulver. Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 500 ml Gemüse oder Hühnerbrühe. Die gefrorenen Hähnchenbrustfilets auf einen Porzellanteller legen, mit Klarsichtfolie abdecken und am besten über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Am nächsten Tag mit Küchenkrepp trocken tupfen und in ca. 2 cm große Würfel schneiden. Den Sellerie putzen, waschen und klein schneiden. Die Knoblauchzehe abziehen und durch eine Presse drücken. Bohnen und Kichererbsen jeweils in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Das Öl in einem großen Topf erhitzen, die Hähnchenwürfel, die gefrorenen Zwiebeln und den Knoblauch darin von allen Seiten 5 Minuten anbraten. Sobald das Fleisch leicht gebräunt ist, die Tomatenwürfel samt Flüssigkeit zugeben. Dann den Stilden-Sellerie, den gefrorenen Mais und Paprika sowie die Bohnen und Kichererbsen zufügen und gut miteinander vermischen. Alles aufkochen lassen und mit Kreuzkümmel, Oregano, Chilipulver, Salz und Pfeffer würzen. Sollte das Chili zu dickflüssig oder zu scharf geraten sein, mit Gemüse oder Hühnerbrühe nach Geschmack auffüllen. 10 Minuten köcheln lassen, dann heiß servieren.